Hey, na? Ja, ein bisschen spät geworden. Ey, Mama ist jetzt mit Daniel auf Facebook befreundet. Mit deinem Ex? Ja. Wow. Warte mal, hat dir nicht auch irgendwann mal ein Freund von dir irgendwie erzählt, dass du auf ihn stehst? Oh ja, Ryan, das war was. Warum machen die das? Das versuche ich seit 27 Jahren rauszufinden. Sag mal, kommst du nicht gerade vom Schlagzeugunterricht? Nee, ich habe mit dem Schlagzeug aufgehört. Was? Warum? Ah, das klingt ja schon richtig gut, ne? Du musst halt auf die Betonung achten. Also. Genau. Und dann. Ja. Dash. Dash. Ja, okay. Dash. Ja. Ja, hast du nicht vorhin noch gesagt, dass du die ganze Woche geprobt hast? Ja, hab ich auch. Ich hab geprobt. Ich hab viel geprobt. Warum hast du eigentlich so ein Hemd an? Wo ist dein Metallica-T-Shirt? Ja, ich dachte mir, ich mach mich mal schick hier für die erfolgreiche Schauspielerin, die hier jede Woche hinkommt. Ach, du meinst die nach mir kommt? Ich hatte ja heute mein Autowerbung-Casting. Ah ja, wie ist gelaufen? Ja, also ich musste diesen Satz sagen, sie werden es nie erfahren, wenn sie ihn nicht fahren, okay? Und ich probte es die ganze Zeit immer wieder in meinem Kopf, sie werden es nie erfahren, wenn sie ihn nicht fahren. Sie werden es nie erfahren, wenn sie ihn nicht fahren. Sie werden es nie erfahren, wenn sie ihn nicht fahren. Und dann komme ich rein. Ich mache die Tür auf, steht der Caster vor mir und ich sage, sie werden nie fahren, wenn sie fahren. Ah. Oh, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Was? Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Hm? Ich glaube, ich sehe dich eher als Schlagzeuglehrer. Also auch als mein Kumpel, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hauptsächlich als mein Schlagzeuglehrer. Ich habe auch einen Freund. Ich weiß aber, dass du keinen hast. Ich weiß, dass du weißt, dass ich keinen Freund habe. Ist besser, wenn ich gehe, oder? Nee, ist cool. Ey, du, ich verliebe mich ja jede Woche in eine andere Schülerin. Bitte was? Scheiße, das ist ja krass. Aber du bist sofort gegangen, oder? Ja. Wirklich, du hast keinen... Okay, weil ich würde gerne noch den Tag klären. Ja? Kriegen wir hin, kein Problem. Okay. Gott sei Dank. Ich hatte mal so eine Geschichte mit meinem Mathelehrer. Der war auch extrem... Nee, ich merke gerade, das ist keine gute Geschichte. Für genau diese Situation ist das die schlechteste Geschichte, die ich erzählen könnte. Es tut mir leid. Wie spielt man die 2/8-Note in Takt 6? Oder wollen wir weiter darüber reden, dass Oliver Gefühle für Katja hat, die sie aber nicht erwidert? Nee, ich hatte auch eine Frage zu Takt 6. Fängt man da rechts an, links an? Ich weiß nicht. Du hattest auch so einen coolen Trick. Also, man fängt mit rechts an, ne? Aber wir können die Sache ja nochmal zusammen proben, ja? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Bei der Autowerbung. Bei sie werden nicht fahren, wenn sie nicht fahren. Genau, sie werden nicht fahren, wenn sie nicht fahren. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich wirklich sehr für dich. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. Ja, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Was? Ich glaube, es ist besser, wenn ich auch gehe. Ich habe gesagt, es ist vielleicht doch besser, wenn ich gehe, weil... Du siehst sehr sauer aus und... Ja, ist wahrscheinlich wirklich die bessere Idee. Okay. Weil, das ist ein bisschen unangenehm für alle. Okay. Entschuldigung. Du bist doof gelaufen. Tschüss. Ich bekomme noch 35 Euro von dir. Ja, ich kann auf jeden Fall nie wieder hin. Du kannst da nie wieder hin. Bei... Nach ein paar Monaten... Das verfliegt sich doch, oder? Oh. Katja. Gute Arbeit. Originals.